Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer uralten Reaction, einer Reaction im alten Stil, so wie ihr euch das gewünscht habt. Der Hammer! Ihr habt mein Video zukommen lassen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was mich da erwartet. Ich habe sicherheitshalber schon mal den Stuhl gewechselt, damit da nichts kaputt werden kann. Genau, was das sei! Liebe Leute, ihr wisst Bescheid, bald ist es soweit. Meine neue Kollektion Britain Brawl von M&M kommt endlich heraus. Hier auf M&M Vienna habt ihr aktuell die Möglichkeit, nochmal vor Drop zu sehen, was es aktuell gibt. Super, dass das Internet so schnell ist wieder mal. Willst du mich verarschen? Geleck mich doch am. Hallo! Lara! Lara! Bist du im WLAN? Geh raus! So, hier auf der Homepage findet ihr aktuell die einzelnen Produkte, die man bestellen kann. Der Drop wird vermutlich übernächste Woche stattfinden. Schnell sein, denn ihr wisst Bescheid, die Hälfte ist ausverkauft. Also seid auf alle Fälle am Start, Freunde. Genug gequatscht, kommen wir direkt zu dem Video, das ihr mir zugeschickt habt. Und zwar Rich Kids. Wie viel ist dein Outfit wert? Street-Umfrage. Leon, here we go. Neues Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wenn ihr... Ein altes Video schon. Also kein Plan, was mich da erwartet. Wenn ihr Bock auf so ein kleines Shoutout habt, kommentiert unter diesem Video Hashtag Glocke aktiv mit eurem Instagram oder Snapchat Namen. Ich werde 4 Kommentare am Ende des nächsten Videos einblenden. Und ja Leute, ich lade auf Instagram momentan auch ein paar... Okay, danke Leon. Der hat gut abgenommen, der Leon, oder? Mann, solltest du mal eine Scheibe abschneiden? Würde ich genauso tragen. Der Leon hat das brav im Fitnesscenter unterwegs. Hörst du dumme Sau, wieso... Oh, super geil. Wie soll ich denn nachher streamen, Alter? Wie heißt du? Julius. Julius, was geht ab? Ja, nicht viel. Ein bisschen chillen. Bisschen chillen, bisschen durch die Stadt heute? Ja. Eigentlich hat er Schule, aber man kennt's. Einfach ein bisschen chillen, ein bisschen flexen auf der Straße, während man Mathe hat. Beste Leben. Einkaufen? Ja, schon. Auch so ein bisschen shoppen, ne? Julius, du hast ein schönes... Ja, Qual ist am Start, oder? Verfickt. Das Outfit an. Danke. Muss ich sagen. Okay, Balenciaga Speed Trainer da am Start. Danke. Muss ich sagen, schon... Blöd nur, wenn man 650 Euro Schuhe anhat, aber in einer halben Stunde wieder rauswächst. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 11. 11? Ja. Okay, und wir haben... und saudreckig noch dazu. Da biegt noch die ganze Tinte von der Füllfeder oben. 11? Ja. Okay, und wir haben im Vorwege geklärt, dass das okay ist für YouTube mit deinen Eltern, ne? Ja. Okay, super. Nur nochmal für die Zuschauer, nicht, dass ihr denkt, ja... Nicht, dass ihr denkt, er hat den Kleinen mit Zuckerl gelockt. Süßes. Wie sagt man Zuckerl auf Deutsch? Drops. Ne? Du hast Balenciaga-Schuhe an. Ja, das sind die Speedtrainer, 565. 565 Euro. Hast du die bezahlt oder? Nein, meine Mutter. Deine Mutter. Wo habt ihr die gekauft? Internet bestellt bei Balenciaga direkt. Ah, okay. Welche Schuhe? Mit 11 Jahren sich für Balenciaga-Schuhe interessieren, das ist... Mit 11 Jahren wollte ich die neue Playstation haben, aber nicht Balenciaga. Ich kannte die Marke nicht mal. Wie groß hast du denn? Das ist 38, glaube ich. 38, also... Sind das... Nein, die gibt es auch als Kinderschuhe. Stimmt. Tatsächlich. Gibt es auch schon so für Kinder? Ja, oder 39. Ja, gibt es. Ah, okay. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Hose? Zeig mal ein bisschen von der Seite. Stone Island. Mit 11. Und dann habe ich auch noch Stone Island Pullover. Ja, da ist er stolz drauf, da ist er stolz drauf. Schaut ein bisschen so aus, als würde er gerade aus dem Karate-Training kommen, aber ja. Zusammen 375. Ah, hier der Stone Island Pullover mit der Jogginghose, ja. 375 zusammen? Ja. Auch online bestellt oder? Ja, auch alles zu Weihnachten bekommen. Ah, zu Weihnachten. Einfach ein teureres Outfit an als der Vollbeckte da hinten. Wie kommt es, dass du mit so einem jungen Alter schon, sag ich mal so, solche Sachen kriegst? Wie kommt das? Ich bin halt sehr modeverrückt und ja. Ja. Ah, okay, also du guckst ja immer die neuesten Trends so ein bisschen an, versuchst aber ein bisschen dich auch... Nur um das festzuhalten, erst 11. 11. Auch so einzukleiden, ne? Ja. Okay, feier ich. Was haben wir noch? Deine Jacke? Meine Jacke 790, Moncler. Er sagt nicht, er sagt gleich den Preis. Meine Jacke ist 790. Das Wichtigste ist, dass die Jacke teuer ist. Meine Jacke ist 790, hat Moncler gekostet. Okay, Bruder, passt. Zeig mal ein bisschen von der Seite, Moncler-Jacke, Leute. Ah, er ist mega stolz drauf. So, als würde ich meine Lego-Sammlung vorzeigen in diesem Alter. Circa so stolz ist er auf seine Moncler-Jacke. Was hat die nochmal gekostet? 790. Ja, sehr gut, Leon. 790 Euro für eine Winterjacke. Ja.
mein lieber Julius. Okay, passt, ja. So kann man sich auch ins Video reinschummeln. Was haben wir noch? Eine Rolex? Ne? Nein. Die kommen nächstes Jahr, ne? Noch nicht. Ja, was ist denn mit ihm? Ne? Okay, was haben wir noch? Hast du einen Gürtel oder so? Nein, Gürtel nicht. Ich habe nur ein T-Shirt, 10er, also ist nicht teuer. 10er, T-Shirt, ja. Okay, noch irgendwas? Nein, das war's. Okay, Leute, Gesamtaufpreis bin ich jetzt hier. 1710 Euro Outfit im Alter von 11 Jahren. Das hat zu dem Zeitpunkt nicht mal mein ganzes Spielzeug gekostet. Leute. Ich glaube, du hast Rekord gebrochen von den Kids. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße Ernest und meine Eltern. Wie heißt du? Ernest. Nein! Er grüßt einfach den, der neben ihm steht. So, und das ist gleich der Nächste, der drankommt. Ich. Ernest? Mhm. Was läuft? Alles cool. Bist du gerade ein bisschen unterwegs? Bist du shoppen, oder? Ja, an Stone Island wollen wir was mal, vielleicht was kaufen. Ah, bis Stone Island? Ja. Genau. Ja, okay. Kurze Sache, Leute, wir haben das auch abgeklärt gerade mit deinen Eltern, richtig, ne? Richtig. So. Okay, super. Ernest, wie ist das denn, wenn du jetzt so bei Stone Island reingehst? Die Sachen, was kostet da so ein Pullover? Also, was willst du da kaufen? Also, ich wollte mir jetzt gerade eine Short kaufen, was auch Lilano in sein Video gezeigt hat. Ja. Ja, da haben wir es. Von da kommt die Beeinflussung. Lilano trägt irgendeine Short und dann geht ein 11-Jähriger los und muss sich die gleiche Hose kaufen. Und trägt es dann als lange Hose, vermute ich mal. Was kostet die? Trippy Boy? Ah, die kostet 125 Euro. 125? Ist nicht so, ist schon viel Geld, aber ja, für mich ist es nicht so viel eigentlich. Okay, wie? Für ihn ist es nicht so viel Geld. Für seine Eltern ist es vielleicht nicht so viel Geld. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals verzweifelt Wege gesucht habe, um mir um 60 Euro das neue GTA San Andreas zu leisten. Aber na, 125 sind für ihn nicht so viel Geld jetzt. Wie ist das denn, wenn du da in den Laden reingehst? Kannst du dir das einfach so kaufen? Weil du bist ja noch relativ jung, sag ich mal. Darfst du da so viel Geld ausgeben? Also für meine Eltern wäre das okay, aber ja, die Menschen beim Stone Island Store, die da arbeiten, gucken mich auch da so ein bisschen verstörend okay, an. Aber ja, die fragen den, ob er sich verlaufen hat und wo seine Eltern sind. Zumindest würde ich ihn fragen. Ich sag mal, kannst du da was kaufen? Lassen die das zu oder musst du da vorher irgendwie deine Eltern... Doch, die lassen es zu. Ja, genau. Okay, was war denn so das Teuerste, was du mal alleine gekauft hast? Ich glaube, das war ein Kaschmir-Pullover von Stone Island, den habe ich jetzt gerade auch an. Auch bei Stone Island gekauft? Ja, genau. Was hast du dafür bezahlt? Hat er den unter der Weste an oder was ist jetzt los? Das war vor 2 Jahren, also 2017, 280 Euro. Und dann bist du alleine reingegangen? Aber man muss dazu sagen, er spricht nicht so, als wäre er 11. Er wirkt um einiges reifer schon, das muss man zumindest anhalten. Ja, genau. Ohne Eltern? Ja, genau. Wie alt bist du? 11. 11? Ja, okay. Da lachen sogar die im Hintergrund. 11. 11. Ja, okay, Ernest, du hast auch ein schönes Outfit an, ne? Ja, hab ich. Lass mal bei den Schuhen. Okay, Speedschiener natürlich am Start, die Hose fürchterlich raufgekrempelt. Aber die Hose ist was ganz was Eigenes. Finde ich jetzt nicht mal so wack. Anfangen, was sind das für Schuhe? Also, es sind Balenciaga Speedtrainer. Ja. Die habe ich genau hier gekauft, bei Budapester. Bei Budapester, ja. Richtig. Also, es ist ein Frauenschuh, also für Frauen. Also, es ist eine Frauengröße. Ja. 580 Euro. 580 ja. Euro. Okay, nice. Aber die hast du dann... Der wirkt jetzt, was meinst du, schreibt es mal in die Kommentare, aber der wirkt für seine 11 Jahre schon sehr erwachsen, muss ich sagen. Ich meine, es ist gestört, was der für Marken trägt oder was ihn da überhaupt interessiert in dem Alter, aber von seiner Attitüde her schon relativ erwachsen. Mit deinen Eltern zusammen? Ja, genau. Ja, okay. Die würden das, glaube ich, hier nicht verkaufen. Ja, normal. Okay, was haben wir noch? Deine Hose? Zeig mal ein bisschen von der Seite. Stone Island for Winter, 2017. Ja. Habe ich mit meinem Vater gekauft. Das habe ich nicht alleine gekauft. Was zahlt man für so eine Hose? Ah, 108. 108 Kindergröße. 108? Aber, ja, ich wachse nicht schnell. Du wächst ja nicht so schnell. Nee. Aber er weiß schon, dass das ein Thema ist, dieses Wachsen. Erst, okay, Kamera-Switches funktionieren fabelhaft nicht. Kommt noch, ne? Ja, genau. Ja, okay. Was haben wir noch? Deine Jacke, Para-Jumpers? Ja, Para-Jumpers. Hier kostet 350 bis 400 Euro. Bis 400 Euro. Ja, genau. Okay, nice. Was haben wir noch? Und das war zufälligerweise im Überraschungsei mit dabei, glaube ich. T-Shirt oder so? Dann haben wir hier noch. Ah, auch noch ein Stone Island Pullover. Stone Island Pullover. Aber das hast du ja mitgewaschen, ne? Ja.
Wie kommt das? Das war das Problem. Achso, aus Versehen, oder? Ja. Nein, ich wusste es nicht. Achso, du wusstest es einfach. Ich kenne mich nicht, eigentlich gar nicht so. Aber da unten das Hemd dazu, Leute, ui. So gut mit Marken aus. Ja. Meine Eltern kennen sich halt eigentlich auch gut aus. Ja. Aber dann hab ich das einfach mitgewaschen. Ah, okay. Ich wusste es einfach nicht. Ja, und das sieht jetzt. Kann man aber bügeln, glaube ich, noch. Echt? Ja, so ein bisschen nass machen und dann so bügeln, dann kriegt man das wieder hin. Ja. Okay, was? Als würde er selber waschen und bügeln. Was haben wir noch? Dann habe ich hier noch ein Zara-Hemd. Zara-Hemd, ja. Zara ist das Beste. Ja, das ist Bescheid, Leute. Wie viel kostet sowas? 20 Euro, ne? 20, 50. Ja, aber sympathisch, der Kleine. Das muss man schon sagen. Das stimmt schon. Ja, okay. Deine Mütze? Meine Mütze ist von St. Pauli. Ich spiele selber bei Pauli. Ach, du bist schon Profifußballer, hast schon einen Vertrag? Nein, ich spiele bei der U12. Ja. Bei Pauli, bei der Leistung. Ja, wir haben. Es liegt auch ein großes Turnier in der Türkei an, jetzt, am 4.4. Okay. Ja. Ja, okay, nice. Was haben wir noch, Ennis? Eigentlich gar nichts. Nichts mehr, ne? Nee, nee. Okay, Leute, Gesamtausschusspreis blende ich jetzt hier ein. 1338 Euro bei einem 11-Jährigen, Leute. Das haben niemals meine Weihnachtsgeschenke zusammengekostet. Ennis, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nein, nein. Gar nicht mehr jemanden grüßen? Also, ich grüße Julius. Würde sich einfach selber grüßen, obwohl sie nebeneinander stehen und beide im Video sind. Meine Eltern, meine Cousinen, alle aus meiner Familie. Wie heißt du? Emilio. Emilio? Kappe safe echt, oder? Ausgeborgt vom Cousin. Viel zu groß. Schaut aus, als hätte er einen Fahrradhelm auf. Ja. Was geht ab, Emilio? Nix. Bisschen einkaufen, ne? Ja. Du hast ein schönes Outfit an, gefällt Dankeschön. Mir. Lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was soll das für? Die Kappe. Cool. Nike 97er. 97er. Was kosten die? What the fuck, und da ist noch der Kreidestaub aus der Vorschule oben, oder was? 180. Ich hab 100. Die zum Weihnachten bekommen. 180 Euro. Hast du die gewünscht, oder? Ja. Ja, okay, nice. Deine Hose? Scheiß Internet. Oder? Ja. Ja, okay, nice. Deine Hose? Das ist ein Gucci-Jogging-Anzug. Zeig mal ein bisschen von der Seite Gucci-Jogging. Jogginganzug. Was, weißt du, was man dafür bezahlt? Nein. Also, hast du auch geschenkt bekommen? Ja, auch zu Weihnachten. Ah, okay. Was kostet der ungefähr? Hat der Weihnachtsmann gemacht. Ach so, der Weihnachtsmann, ja, okay. Ich guck mal, was man dafür bezahlt. Dieses verhurte Scheiß-Internet. Hat der Weihnachtsmann gemacht. Ach so, der hat der Weihnachtsmann gebracht. Kennt man, der Gucci-Weihnachtsmann, bester Freund von Gucci Potter. Weihnachtsmann, ja, okay. Guck mal, was das online kostet. Schreib den Preis dann dazu, Leute. Was haben wir noch da in der Tasche? Gucci-Tasche. Das gibt es einfach nicht. Wie kann... Todesunnötig, todesunnötig, na, na. Wozu einfach nur? Gucci-Tasche. Gucci-Tasche, ja. Ich denke mal so 4500. 4500 Euro, ja, kommt hin. Was haben wir noch deine... Warum? Einfach warum? Warum steht da ein 11-Jähriger und behauptet, dass er Sachen um 3000 Euro anhat? Wozu? Happy auch von Gucci. Ja, 210. 210 Euro. Er muss ja selber lachen. Warum? Wer bringt ihm das bei? Okay, was haben wir noch? Ein Gucci-T-Shirt. Wer lernt dir sowas? Mit der Kette! Allein mit dieser Kette noch dazu. Wer kommt auf so eine als 11-Jähriger? Mit den Ringen dazu. Die Kette,
Wer gibt die, wie kommt die, na? Gucci-T-Shirt auch noch. 350. 350, ja natürlich, kennt man ja als der Normalpreis. 350 Euro. Hat auch zu Weihnachten bekommen, ja, oder? Ja, ja, alles zu Weihnachten. Der Gucci-Weihnachtsmann hat ihn ausgestattet, weil er so brav war. Ah, okay, nice. Diese Kette. Goldkette. Ja. Die ist natürlich auch von Gucci. Ja. Aber kein echtes Gold, oder? Nein. Nein, ja, okay. Auch zu Weihnachten? Auch zu Weihnachten. Ja, na sicher. Woher sonst? Der Weihnachten läuft immer ganz gut bei den Kleinen. Ja. Dann noch mein Ring. Achso, was für ein Ring? Wie er den trägt, so als mit dem Weihnachtsmann verheiratet direkt, glaube ich. Kartier-Ring. Ja. Das kostet 1050. Ja, natürlich, der Ring 1050. Man kennt's. 1050 Euro für den Ring. Natürlich, Bruder. Na sicher. Outfit im Wert von 40.000 Euro. Alles zu Weihnachten. Bravo. Kriegst einen Daumen von mir. Wer lernt dem so einen Scheiß? 1050. Und dann war ich noch bei Footlocker einkaufen und hab mir einen Nike Haifisch gekauft. Ah, Nike Haifisch hast du noch gekauft. Deine Jacke haben wir auch noch, ne? Ja, von H&M Jacke, ganz entspannt. Ja, das ist das Erste, was ich mal abnehme. Ja, okay, Emilio, schönes Outfit. Gesamtoutfitpreis werde ich mal hier ein. 3.130 Euro. Alles von Gucci. Safe. Hundertprozentig. Ja. Nicht schlecht, wer... Zahlt das der Weihnachtsmann, ja, ne? Ja. Und Papa ein bisschen, ne? Also eigentlich komme ich nur so Nike-Sachen. Achso, eigentlich normal nur Nike-Sachen. Ja. Jetzt mal eine Ausnahme vom Weihnachtsmann, ne? Ja. Ja, okay, schön, Emilio. Aber meistens bekomme ich alles geschenkt. Ja? Ja. Ja, okay. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Glaubt er das? Erzählen ihm seine Eltern, dass das wirklich so viel gekostet hat? Glaubt er das? Checken die Eltern nicht, dass der dann komplett den Bezug zu Geld verliert? Oder weiß der, dass er lügt? Das frage ich mich. Ja, Instagram, Emilio und... Ich hab genug von diesen Outfits für heute. Das ist, jetzt kann ich mich ja mal 2 Stunden niederlegen. Liebe Leute, das war's von dieser Reaction. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kann nicht mal mehr reden. Absolut gestört, was ich da wieder sehen durfte. Schickt mir unter keinen Umständen weiter solche Fake-Videos. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert unten in der Infobox, was ihr am krassesten oder am dümmsten oder am witzigsten gefunden habt. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, am Sonntag. Vielleicht dann schon mit dem Outfit, das mir Lara zusammengesucht hat für 1000 Euro. Ich habe immer noch keinen Plan, was die da geshoppt hat. Aber Freunde, auch gespannt bleiben auf den Drop. Übernächste Woche ist es soweit. Das war's von mir, euer Maximilian. Deine wichtigste Frage. Stell mir deine wichtigste Frage. Wer lernt dir sowas?